Kapitel 7 – Nach Afrika. Sehr bald hatten sich die Tiere reisefertig gemacht und alles setzte sich in Bewegung. Im Hause blieben nur noch die Häschen und Kaninchen, Igel und Fledermäuse zurück. Als die Tiere ans Meeresufer kamen, sahen sie ein wunderschönes Schiff. Auf einem kleinen Hügel stand der Seemann Robinson. Zusammen mit dem Ferkel Nafnaf und dem Affen Chichi halfen Tanja und Vanya dem Doktor, die Koffer mit den Arzneien zu tragen. Alle Tiere waren schon an Bord und es sollte losgehen. Da rief der Doktor plötzlich ganz aufgeregt. »Halt, halt, wartet mal!« »Was ist denn los?« fragte das Krokodil. »Halt, halt!« schrie der Doktor. »Ich weiß ja gar nicht, wo Afrika liegt. Wir müssen gehen und nachfragen.« Da lachte das Krokodil. »Das brauchst du nicht. Sei ganz unbesorgt. Die Schwalbe wird dir zeigen, wohin du segeln musst. Sie war ja schon oft in Afrika. Die Schwalben fliegen doch jeden Herbst nach Afrika.« »Aber natürlich«, sagt die Schwalbe, »ich will dir gern zeigen, wie man da hinkommt.« Und sie flatterte dem Schiff voran und zeigte dem Doktor den Weg. Sie flog nach Afrika und Dr. Arbolit segelte ihr nach. Wohin die Schwalbe flog, dorthin fuhr das Schiff. In der Nacht, wenn es dunkel war, konnte man die Schwalbe aber nicht sehen. Sie zündete dann ein Laternchen an, nahm es in den Schnabel und flog mit ihm, so dass der Doktor auch nachts wusste, wohin er das Schiff zu steuern hatte. So fuhren sie lange, lange dahin, bis sie plötzlich sahen, dass ihnen ein Kranich entgegenflog. »Sagen Sie bitte«, rief er, »fährt nicht mit Ihrem Schiff der berühmte Dr. Arbolit?« »Ja«, antwortete das Krokodil. »Der berühmte Dr. Arbolit befindet sich hier an Bord. Bitten Sie doch den Doktor, dass er möglichst schnell fährt«, sagt der Kranich. »Den Affen geht es immer schlechter und Sie können es kaum noch erwarten, dass er kommt.« »Keine Sorge«, sagt das Krokodil, »wir fahren mit vollen Segeln. Die Affen brauchen nicht mehr lange zu warten.« Als der Kranich das hörte, freute er sich und flog davon, um den Affen zu sagen, dass der Dr. Arbolit schon ganz in der Nähe sei. Flott glitt das Schiff durch die Wellen. Das Krokodil saß auf Deck und plötzlich gewahrte es Delfine, die dem Schiff entgegenschwammen. »Sagen Sie bitte, fährt nicht mit diesem Schiff der berühmte Dr. Arbolit?« fragten die Delfine. »Ja«, antwortete das Krokodil. »Der berühmte Dr. Arbolit fährt mit diesem Schiff. Seien Sie so gut und bitten Sie den Doktor, recht schnell zu fahren, denn mit den Affen wird es immer schlimmer.« »Keine Bange«, antwortete das Krokodil. »Wir fahren mit vollen Segeln und die Affen brauchen nicht mehr lange zu warten.« Am Morgen fragte der Doktor das Krokodil, »Was ist denn dort vor uns? Ein großes Land kommt in sich. Ist das Afrika?« »Ja, das ist Afrika«, rief das Krokodil. »Afrika, Afrika, bald sind wir in Afrika. Ich sehe Strauße und Nashörner und Kamele und Elefanten. Afrika, Afrika, schau, es ist ganz nah. Afrika, Afrika, gleich sind wir alle da.«